Was ich über KI-Kompetenzen denke, ist vor allem, dass jeder sie haben sollte. Es wäre für unsere Gesellschaft ungemein wichtig, wenn die gesamte Bevölkerung dort eine gewisse Grundkompetenz zumindest hätte, also Data Literacy, und ein gewisses Verständnis davon, weil wir alle heute schon von KI betroffen sind. Wir nutzen die und das ist vielen gar nicht bewusst. Und wenn man das nicht weiß, dann kann man es nicht beeinflussen, kann man nicht daran teilhaben. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Teil, dass wir hier eine gesellschaftliche Teilhabe auch bei KI entwickeln und das nicht so mystifiziert ist als irgendwas, was der Durchschnittsmensch gar nicht verstehen kann. Das ist nämlich nicht so. Um KI zu lernen, denke ich, müssen wir an ganz vielen Punkten ansetzen und aus ganz vielen Richtungen auch dahin gehen. Es braucht dafür nicht jeder Informatik studieren, das möchte sicherlich auch nicht jeder, sondern wir können aus unseren Rollen versuchen, uns der KI zu nähern. Es muss eine Normalität werden, dass wir zu KI sprechen, über KI sprechen und dass wir dort auch digitale Bildungsangebote haben, die dann für alle zugänglich sind, kostenfrei, niederschwellig und an verschiedenen Punkten unseres Lebens ansetzen, sodass vielleicht dann der Grundschullehrer Input kriegt für seine Lehre, die Hochschullehrerin für ihren Bereich und dann aber auch der Manager, die Managerin für den Bereich, in dem diese Personen arbeiten. Ja, ich bin ein großer Fan des KI Campus. Der bietet unter anderem, finde ich, die Chance, dass er die ganze Bevölkerung integrieren kann. Also jeder kann die Angebote des KI Campus wahrnehmen. Hochschulbildung sollte ja auch jedem zur Verfügung stehen. Aber wir sehen ja, dass wir in Deutschland nicht unbedingt eine Bildungsgerechtigkeit, eine Chancengleichheit dort haben. Aber diese Online-Angebote sind wirklich sehr niederschwellig und es gibt Angebote für jeden Bereich, für viele verschiedene Disziplinen. Und hier können wirklich Menschen aller Hintergründe, Altersgruppen, lebenslanges Lernen betreiben und das kostenfrei. Und das finde ich wirklich großartig und deswegen engagiere ich mich auch gerne im KI Campus.